Heute ist so ein schöner Tag. Ich bin auf eine Hochzeit geflohen. Langsam darf ich duschen gehen. In einer Stunde sowas darf ich fahren. Und wenn ich aus der Dusche komm, bleib ich oft im Adamskleid. Weiß eigentlich nicht warum. Wenn's da nur wohnst, geht es halt. Jetzt muss ich noch mein Hemd bügeln. Das mach ich nackt. Da kippt mir das heiße Bügeleisen Richtung Sack. Ein kreisliches Zischen und ein unglaublicher Schmerz. Glaub trotzdem, dass ich wieder bügeln werd. Aber nie wieder im Leben mach ich das nackert. Ja, nackert ist nie wieder eine Option. Ja, nie wieder im Leben mach ich das nackert. Wenn überhaupt noch mal nur in einem Schutzanzug. Zweite Strophe muss ich vielleicht dazu sagen, die handelt meiner Meinung nach von der größten Verschwörung, die wir jemals in Bayern gehabt haben. Und zwar könnt ihr euch noch erinnern, wie damals irgendeinem Tierschützer oder irgendeinem Tierfreund eine Schnappschildkröte ausgekommen ist und die haben sie in irgendeinem Weiher gesucht. Könnt ihr euch an das noch erinnern? Hat da jemand irgendwann schon mal irgendwie was gelesen, dass die auch wieder gefunden haben? Und jetzt könnt ihr selbst lernen, weil ich habe einmal, hoffentlich überzeuge ich nicht, gell? Aber ich habe einmal vor einem Lehrer gespielt. Da haben Lehrer einen Abend für Lehrer veranstaltet. Das waren 120 Lehrer, gell? Und da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, gell? Weil ich habe einmal in der Schule, in der 5. Klasse habe ich schon erkannt, ist das eine fade Geschichte da hierin, gell? Ich halt vorhin sein Konzert, ja, ist das eine fade Geschichte. Und dann habe ich immer schon auch so einen Gag, also zum Auflockern habe ich halt immer schon mal so einen Gag reinlassen, gell? In den Klassenraum und so, gell? Und da hat der Lehrer nie gelacht. Niemals hat der Lehrer gelacht, im Gegenteil. Oft haben sie mich sogar bestraft. Und jetzt knacken sie da uns so einen Eintritt. Und da haben die Lehrer gesagt, ja, lustig ist vielleicht schon, aber du magst nur Blödsinn, gell? Und haben wir gesagt, das muss ich mir nicht bieten lassen. Den habe ich auch dann rausgeschmeißen lassen, gell, so Klugscheißer packe ich gar nicht. Und dann habe ich seitdem gesagt, mache ich bildendes Kabarett. Und wer es jetzt nicht weiß, habt ihr gewusst, so Schnappschildkröten, die werden furchtbar alt, das kann man vielleicht nur wissen, die werden 80, 85, 90 alt, gell? Aber habt ihr gewusst, dass prozentual gesehen auf ihre Größe ein Schnappschildkröten Platz 2 im Tierreich ist von der Beißkraft? Nur ein Krokodil beißt stärker zu wie ein Schnappschildkröten, das musst du dir mal vorstellen. Da haben wir mal einen wahnsinnigen Spaß gehabt mit einem Oberpfälzer. Sind wir in der Oberpfalz nicht, oder? Sind wir in der Oberpfalz? Ja. Dann singe ich jetzt weiter, gell? Wie sagt es zu einem Krokodil? Ist ein Krokodil, gell? In der Oberpfalz ist ein Krokodil. Und wenn du in Niederbayern spielst, ist immer einer dabei, gell? Jetzt verscherzt es mir total, aber. Dann habe ich gesagt, du, wie heißt denn der eine Bud Spencer und der Zielfilm? Weißt du, da wo sie in Afrika die Tiere so schützen, weißt du, sag mir halt, dann sagt der Oberpfälzer zu mir, meinst du das Krokodil und sein Nullpferd? Ich habe mich vorher noch erkundigt und die haben gesagt, das ist Niederbayern, gell, aber was steht, das muss ich durch. Aber jetzt singe ich euch auf alle Fälle die zweite Strophe vor. Ich hab mal eine kennengelernt, die war ein bisschen älter wie ich, die wollte mal nach der Disco in einem Weiher mit mir baden gehen. Wir hatten keine Badesachen, was mir wurscht war in der Minute. Aber Zeitung hätte ich lesen müssen, dann hätte ich nämlich gewusst, dass in dem Weiher ein Schnappschildkröten vermuten. Es mach im Wasser umeinander, hui, 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 wie die rangeht. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber ich glaub, die hat drei Hände. Jetzt spult sie an mir rum, tut an mir rum da unten. Entweder die liest gerade 50 Shades of Grey oder ich hab die Schnappschildkröten gefunden. Aber nie wieder im Leben mach ich das nackert. Ja, nackert ist nie wieder eine Option. Ja, nie wieder im Leben mach ich das nackert. Wenn überhaupt nur mal nur in einem Schutzanzug. Dritte Strophe habe ich einem alten Mentor von mir gewidmet. Und zwar ist es der 1000 Pfund Schorsch. Der heißt wirklich so mit Nachnamen 1000 Pfund. Und wenn einer der bayerischen Sprache nicht mächtig ist, dann ist es der 500 Kilo Georg. Und für den habe ich die letzte Strophe gewidmet.
Jetzt muss ich euch eine Geschichte erzählen, wie wir in Neukirchen waren. Die haben da nämlich eine wunderschöne nagelneue Rudelbahn. Drungen haben wir schon was gehabt, weiß trotzdem nicht, was das sollt, was ein Schuhstock geritten hat, dass er nackert obi wollt. Jetzt hat er sich einen Schlitten geschnappt und war er schon fort. Und weil er sehr betrunken war, hat er sich nicht gescheit und gut. Und angekommen ist er ohne Schlitten und was ich noch weiß, seitdem nennt man Pavian Schorsch. Aber nie wieder im Leben macht er das nackert. Ja, nackert ist nie wieder eine Option. Ja, nie wieder im Leben macht er das nackert. Wenn überhaupt nur mal nur in einem Schutzanzug. Ja, nie wieder im Leben mach ich das nackert. Ja, nackert ist nie wieder eine Option. Ja, nie wieder im Leben mach ich das nackert. Wenn überhaupt nur mal nur in einem Schutzanzug. Bravo!